questions that help me discover my personal ideal and mission in life, as well as grow in a deeper love and relationship with Our Lady. I hope as many people can find out about the 2014 Centenary of Schoenstatt so that we can all travel together into 2014 and grow in love for Christ. I'm lining up for Schoenstatt! Wir als Schoenstatt-Jugend freuen uns auf 2014, denn dann fällt der Startschuss für ein neues Schoenstatt-Jahrhundert. So wie 1914 die Jugendlichen der Gründergeneration an den Start gegangen sind, wollen wir die Herausforderung annehmen und die nächsten 100 Jahre gestalten. Wir laden die Schoenstatt-Bewegung ein, sich bei uns ihre persönliche Startnummer für die nächsten 100 Jahre Schoenstatt abzuholen. Jede und jeder kann dabei sein. Wer ist in den letzten 100 Jahren bereits für Schoenstatt an den Start gegangen? Rückblickend wollen wir alle bedeutenden Persönlichkeiten, die Jugendhelden von damals, die für Schoenstatt an den Start gegangen sind, auf die Strecke stellen. Und wir, die neue Generation, mittendrin. Soy Matías de Argentina y quería comentarles un poco por qué tengo ganas de ir al Gran Jubileo 2014. Ya cuando digo 2014 se me vienen dos cosas a la cabeza y bueno, la primera es poder compartir estos 100 años, estos 100 años del movimiento que tantas alegrías me dio con gente que ame que lo ame tanto como lo amo yo. Yo en esta tez mucho de mi vida, entonces compartirlo con gente que piensa igual que yo y que da la vida por esto sería un gran regalo. Y además vivir todo esto en el mismo lugar donde todo nació, en donde el padre Kentenich y los primeros congregantes consagraron en esa capilla a la Mater y la Mater se hizo presente, bueno, sería muy movilizante y algo que realmente yo quiero. Así que, bueno, nada, gracias y espero verlos a todos en el Gran Jubileo 2014. Wir sind die neue Generation, deine Zukunft, du zählst auf uns. Das nehmen wir ernst. Als Werkzeuge der MTA lassen wir uns senden, um unseren missionarischen Auftrag weltweit in Kirche und Gesellschaft zu erfüllen. 1914 war etwas ganz Neues am Start. Heute kommt es auf uns an, das Feuer weiterzutragen. Um einen Lauf anzutreten, muss man trainieren. Jeder Starter braucht sowohl geistiges als auch körperliches Training sowie eine Stärkung während des Laufes. Vieles gehört dazu, um nicht stehen zu bleiben, sondern in Bewegung zu sein, neu anzufangen und immer wieder an den Start zu gehen für eine große Sache. Hola, me llamo Susana, soy de México, tengo 24 años y estoy en la juventud femenina desde que tenía 10 años. Pues para mí Schoenstatt es un estilo de vida. He aprendido a caminar de la mano de María y a vivir más plenamente. Y aunque no sé si pueda venir al jubileo, me encantaría porque creo que es una oportunidad para nosotros de recordar que es nuestro momento en la historia y que es nuestro tiempo de construir. Als Jugendliche stehen wir häufig und immer wieder neu am Start. Die Weichen für das Leben werden im jungen Erwachsenenalter gestellt. Es gilt zu trainieren und immer wieder neu anzufangen. Egal ob bei der Berufswahl, der Suche nach dem Partner oder auch beim Kauf eines Autos. Schauen wir auf das Leben. Wie oft beginnt etwas neu? Der Übergang vom Winter zum Frühling, wo alles neu erblüht. Die Taufe eines Kindes, der Beginn eines neuen Morgens. Oder auch ein Junge, der zum ersten Mal zum Zeltlager anreist. Wir gehen an den Start. Davon soll das Bündniszelt der jungen Generation geprägt sein. Ich bin Simon Jall, 24 Jahre alt und komme aus der Diözese Augsburg. Ich starte für Schoenstatt, weil ich das Feeling, das ich 2005 beim Internationalen Jugendfestival als Teilnehmer hatte, gerne noch einmal erleben und vor allem weitergeben möchte. Ich wünsche mir vom Jugendzelt, dass der internationale Schoenstatt-Spirit wieder erlebbar wird, dass sich Jugendliche aus aller Welt begegnen, dass Heiligtumsatmosphäre spürbar wird und dass dadurch das Feuer aller jungen Erwachsenen neu entflammt wird. Ich starte für Schoenstatt, um der Welt zu zeigen, dass wir fit für die kommenden 100 Jahre sind. Ich wünsche mir, dass sich hier am Ursprungsort die Schoenstatt-Jugend versammelt und der Startschuss für das neue Jahrhundert ertönt. Ein jugendlicher und internationaler Lebensstil, Freude und Begeisterung sollen spürbar werden. Für alle, die zu uns kommen, wollen wir erfahrbar machen, was seit 1914 gewachsen ist. Dank der Jugend von damals und jeder neuen Generation. Egal ob eine kulinarische Marktstraße, ein Kinosaal mit den neuesten Schoenstatt-Movies und Dokumentarfilmen, zum Beispiel über Missiones, oder eine 400-Meter-Aschenbahn. Bunt und vielfältig soll es sein.
Jugendliche und junge Erwachsene leben in ihrer eigenen Welt, oft auch in digitalen Welten. WhatsApp, Facebook, Handy, aber auch die Patersprüche stehen hoch im Kurs. Kommunikation auf besondere Art, auch wenn dazwischen Welten liegen. Wir stehen am Start für ein neues Schönstadt, das Schönstadt der kommenden 100 Jahre. We are waiting for you. Te esperamos. Wir warten euch. Wer die neue Gründergeneration sehen will, der muss zu uns kommen. Wir gehen an den Start für die Zukunft Schönstadts und fragen dich, startest du mit? Mit ganz persönlicher Startnummer selbstverständlich. Und unser Wunsch ist, dass am 18. Oktober 2014 dieser Startschuss fällt. Unüberhörbar und klar. Für ein neues Schönstadt-Jahrhundert.